Meine sehr verehrten Damen und Herren, mein Name ist Fritz Burschel. Ich bin Referent zum Schwerpunkt Neonazismus und Strukturen und Ideologien der Ungleichwertigkeit bei der Rosa-Luxemburg-Stiftung hier in Berlin und werde heute versuchen, diesen Abend zu moderieren. Ich begrüße Sie natürlich auch im Namen der Rosa-Luxemburg-Stiftung und unseres Kooperationspartners des Zentrums für Demokratie Treptow-Köpenick. Heute Abend unser Thema Mythos Antifaschismus, wobei ich durchaus auf die Anführungszeichen Wert lege, weil es mit Sicherheit nicht die Absicht ist, hier einen eher konservativ besetzten Kampfbegriff stark zu machen, sondern der Frage nach dem DDR-Antifaschismus nachzugehen, in der Diskussion auch auf den Grund zu gehen und fragen, ob das tatsächlich nur ein Mythos war. Ob der Antifaschismus so eine mythologisierende Funktion in der DDR hatte und welche Wirkung der DDR-Antifaschismus-Begriff seit der Wende für die Linke in Deutschland, aber natürlich auch für die Partei Die Linke, hat, darum soll es gehen. Trotzdem gestatten Sie mir noch ein paar Bemerkungen vorweg, weil ja doch einige Kritik auch an der Veranstaltungsreihe laut geworden ist. Eine Veranstaltungsreihe, die im Zusammenhang steht mit der Ausstellung im Zentrum für Demokratie Bruderland ist abgebrannt über vietnamesische Vertragsarbeiterinnen und Vertragsarbeiter in der DDR. Da hat es also durchaus Irritationen und Erregungen gegeben darüber. Es wurde gesagt, hier sollen nur die kritikwürdigen Erscheinungen der DDR behandelt werden. Der Vorwurf der Delegitimierung der DDR wurde laut. Und das sind im Grunde auch nur die sachlichsten Einwände gegen das, was wir hier machen. Ich möchte betonen, dass wir diese Kritik wahrgenommen haben und dass wir sie sehr ernst nehmen. Ich als Verantwortlicher von Seiten der Rosa-Luxemburg-Stiftung und auch unsere geschätzten Kooperationspartner von Zentrum für Demokratie, wir sind uns darüber klar geworden, dass wir hier doch auch ein bisschen ungeerdet ans Thema herangegangen sind. Wir haben gesehen, dass wir den Eindruck einer Generalabrechnung mit der DDR erzeugt haben, was natürlich die Empfindlichkeit vor allen Dingen älterer, ehemaliger DDR-Bürgerinnen und Bürger treffen musste. Jetzt ist es allerdings so, dass die Stiftung, die Rosa-Luxemburg-Stiftung, sich schon lange auch mit den kritischen Seiten der DDR beschäftigt hat. Auch darauf haben wir etwas zu wenig zurückgegriffen bei der Planung und Konzeptionierung dieser Veranstaltungsreihe. Aber wir haben ja die Möglichkeit, heute diskutierend uns genau damit zu beschäftigen. Und um jetzt den Bogen zu unseren Podiumsgästen zu kriegen, möchte ich quasi ein bisschen als Motto des Abends den ehemaligen Vorsitzenden der PDS, Gregor Gysi, aus einer Rede auf dem zweiten Parteitag der PDS von 1991 zitieren. Das ist ein bisschen längeres Zitat, aber ich glaube, es führt uns ganz gut in den Abend ein. Ich zitiere: Wir müssen einfach begreifen, dass wir die Aufarbeitung der Vergangenheit nicht für die Medien oder unsere politischen Gegner durchführen. Es geht vielmehr um drei Ziele. Wir stehen erstens gegenüber dieser Geschichte in Verantwortung. Wir dürfen nicht zulassen, dass sie allein von den politischen Gegnern und dann einseitig, undifferenziert und damit auch diffamierend dargestellt wird. Ein zweiter Zweck ist darin zu sehen, dass wir die Aufarbeitung der Geschichte benötigen, um die gegenwärtigen gesellschaftlichen Verhältnisse richtig analysieren und realistische Visionen für die Zukunft entwickeln zu können. Um dies aber zu können, müssen diese Fehler in ihrer Gesamtheit erforscht, schonungslos aufgearbeitet und wieder bewertet werden. Der dritte Zweck besteht schließlich darin, einen Beitrag zur Selbstbefreiung zu leisten. Solange wir uns über die Geschichte nicht im Klaren sind, werden wir unsere eigene Biografie nicht einordnen und annehmen können. Zitat Ende. Ich glaube, das führt uns gut in das Thema ein und ich freue mich hier auf dem Podium den Fraktionsvorsitzenden der Partei Die Linke im Deutschen Bundestag, Dr. Gregor Gysi, begrüßen zu können. Hier hat Professor Wippermann Platz genommen, er ist Historiker,
linker Sozialdemokrat und einer, der gerne Mythen zerlegt. So viel kann ich mit Gewissheit sagen. Sie werden jemanden auf der Bühne vermissen, das ist André Hermelin, der hat uns leider kurzfristig absagen müssen, das bedauern wir sehr, aber damit müssen wir jetzt auch irgendwie klarkommen. Und last but not least, hier der junge Historiker Karl Friedrich Höck, der jetzt auch quasi nochmal einen ersten kurzen Input geben wird, auf dessen Grundlage wir dann in die Diskussion einsteigen können, zunächst auf dem Podium und dann, denke ich, relativ schnell mit dem Publikum, also mit Ihnen. Und wir müssen uns tatsächlich ein bisschen sputen, weil Herr Gysi leider relativ zeitig wieder abhauen muss. Wir haben also eine Menge Holz zu spalten, um dann hinterher auch ohne ihn klarzukommen. Ich freue mich dennoch, dass Sie die Zeit gefunden haben und hergekommen sind. Jetzt würde ich den Herrn Höck erstmal um seine einführenden Worte bitten. Ja, vielen Dank. Soweit kann ich mich alle gut hören? Nein. Vielleicht so etwas besser? Ja. So, wir stabil. Das Thema des Abends soll Antifaschismus in der DDR sein. Ich denke, das Thema des Abends soll Antifaschismus in der DDR sein. Ich denke, dazu ist es erstmal notwendig, dass wir klären, was bedeutet Antifaschismus überhaupt. Entstanden ist der Begriff ursprünglich in Italien im Zusammenhang mit Mussolini und er bezeichnete alle Gegner Mussolinis und zwar unabhängig davon, welchen politischen Lager sie angehören. Der Begriff hat sich mit der Zeit international etabliert, dadurch, dass auch in anderen europäischen Ländern faschistische Bewegungen entstanden sind. Die Kommunisten entwickelten in den 1920er Jahren ihre eigene Definition. Dabei beanspruchten sie das Etikett antifaschistisch mehr und mehr für sich, und zwar exklusiv. Am bekanntesten ist sicherlich die Faschismusdefinition von Georgi Dimitrov aus dem Jahr 1935. Ich hoffe, ich spreche richtig aus, ich hatte da dann hier Russisch. Das können wir gleich machen. Gehen wir zur Definition über. Der Faschismus als offene Diktatur der besonders reaktionären und aggressiven imperialistischen Kräfte des Finanzkapitals definierte. Das war in den folgenden Jahren quasi die offizielle Definition innerhalb der kommunistischen Internationalen. Nach dieser Lesart waren Antifaschisten eigentlich nur noch diejenigen, die den Kapitalismus konsequent bekämpften. Umgekehrt wurden so Gegner des Kommunismus, zumindest tendenziell, zu Faschisten erklärt. Diese Definition wurde auch nach 1945 in der sowjetischen Besatzungszone und in der DDR benutzt und aufrechterhalten, wobei auch Enteignungen und der Aufbau der Diktatur der SED als antifaschistische Maßnahmen legitimiert wurden. Das folgte damals der Logik, dass man dem Faschismus nur die Wurzeln entreißen könne, indem man einen antikapitalistischen, also letztlich einen sozialistischen Staat aufbaut. Schon damals wurde allerdings das Wort von Antifaschismus auch missbraucht. Zum Beispiel im Rahmen der Entnazifizierung, die natürlich im großen Rahmen NS-Anhänger, also Nazis, Anhänger der ehemaligen Diktatur traf. Allerdings wurden unter diesem Schlagwort auch kritisch eingestellte demokratische Gegner der Kommunisten, unter anderem Sozialdemokraten, verfolgt. Und was geradezu absurd war, sogar Gegner und Opfer der Nationalsozialisten wurden nun wieder zu Faschisten erklärt und in Speziallager und Gefängnisse gesteckt. Umgekehrt wurden viele, die im Aufbau des neuen Staates mitwirken, pauschal zu Antifaschisten erklärt. Das heißt, selbst viele, die zuvor Hitler jahrelang zugejubelt hatten, konnten sich jetzt im Nachhinein auf die Seite der Antifaschisten stellen. Nichtsdestotrotz entwickelte der offensiv propagierte Antifaschismus eine große Integrationskraft. Gerade junge Leute und linke Intellektuelle konnten sich damit identifizieren. Das drückt sich zum Beispiel in der Formel vom besseren Deutschland aus. Dabei wurde den Kommunisten auch gut geschrieben, dass sie tatsächlich während des Nationalsozialismus sehr erbitterten und entschlossenen Widerstand geleistet hatten, den viele von ihnen auch mit ihrem Leben bezahlen mussten.
In der DDR blieb Antifaschismus bis zuletzt zentraler Teil der Staatsdoktrin. In der sozialistischen Erziehung und in der Gedenkkultur der DDR waren antifaschistische Inhalte überall präsent. Allerdings war es meiner Meinung nach ein relativ einseitiger Antifaschismus. Im Mittelpunkt stand der kommunistische Widerstand gegen Hitler. Das heißt, Widerstandskämpfer wurden als Helden gefeiert und dem Volk als Vorbilder präsentiert, mit Werten wie Disziplin, Opferbereitschaft, Treue. Weitgehend ausgeblendet blieb dagegen der nicht-kommunistische Widerstand und was noch schwerer wiegt, teilweise auch der rassistische Hintergrund des Nationalsozialismus. Die Verfolgung von Juden, Sinti und Roma, von Homosexuellen und anderen Gruppen wurde lange Zeit zu wenig thematisiert. Zumindest im offiziellen Gedenken. Das wog umso schwerer, als sich dazu anti-israelische Kampagnen der SED gesellten. Natürlich ist nicht jede Kritik an israelischer Politik gleich antisemitisch. Allerdings wurde gerade in den 1950er Jahren auch mit antisemitischen Stereotypen gespielt, wenn etwa von zionistischem Finanzkapital oder von imperialistischen Verschwörungen die Rede war, wurden alte Vorurteile wieder geweckt. Wenn in der DDR das nationalsozialistische System analysiert wurde, dann beschränkte sich das oft sehr stark auf die Rolle des Monopolkapitals. Andere Aspekte wurden dagegen weniger oder kaum in den Blick genommen, zum Beispiel Vorurteile gegen Minderheiten, die dazu beigetragen haben, dass Hitler und die Nationalsozialisten über viele Jahre von breiten Teilen der Bevölkerung getragen und bejubelt wurden. Zudem wurde der Faschismusbegriff immer wieder instrumentalisiert, zum Beispiel nach dem 17. Juni 1953, der im Nachhinein als faschistischer Putschversuch diskreditiert werden sollte. Oder auch der Mauerbau, die Mauer war in der Folge als antifaschistischer Schutzwall bezeichnet worden. Erst in den 1980er Jahren hat sich auch der DDR oder hat sich auch das Staatsgedenken stärker Themen wie dem Holocaust zugewandt. Allerdings muss ich hier anmerken, man muss unterscheiden zwischen dem staatsoffiziellen Antifaschismus und dem Antifaschismus in der Zivilbevölkerung, in der Bürgergesellschaft. Es gab natürlich auch in der DDR eine Vielzahl von Literatur, von Theaterstücken, teils auch von Filmen, die sich mit Themen wie dem Holocaust auseinandersetzten. Zum Beispiel das Tagebuch der Anne Frank oder Jakob der Lügner. Vielen Bürgern war Antifaschismus nicht nur eine Pflichtübung, sondern tatsächlich auch eine Herzensangelegenheit. Das ist eine Sache, die man hier in dem Zusammenhang auch erwähnen muss. Ich möchte jetzt dazu kommen, wie die PDS und heute auch die Linke mit dem Thema DDR-Antifaschismus umgegangen sind. Meiner Meinung nach, und da fangen wir so an, Antifaschismus ist bis heute ein zentraler Wert in der Linken. Es handelt sich allerdings um einen, wie ich eingangs versucht habe zu erklären, offenen Begriff, der unterschiedlich gefüllt werden kann. Beim Rückblick auf die DDR-Geschichte fällt auf, dass es die PDS sich lange Zeit sehr schwer damit getan hat, kritische Punkte des DDR-Antifaschismus offen anzusprechen. Das hat aus meiner Meinung nach verschiedene Gründe. Zum einen erlebte die Partei 1989 einen starken Bruch. Vieles, was sie bis dahin als einzig richtige Politik angepriesen hat, musste sie neu überdenken und teils auch in Frage stellen. Dabei blieb der Antifaschismus der DDR als einer der wenigen Punkte übrig, in dem die SED über die Jahrzehnte hinweg scheinbar immer richtig gelegen hat. Das macht es für viele ehemalige DDR-Bürger und insbesondere auch für SED-Mitglieder heute so schwer und so schmerzhaft, auch offen über die Schwächen des DDR-Antifaschismus zu diskutieren. Zweitens hat die PDS nach der Wende oft eine Art Trotzmentalität entwickelt. Wenn der politische Gegner, beispielsweise die CDU, den Antifaschismus der DDR in Frage gestellt haben, hat es so eine Art Bunkermentalität geführt, in der man dann den Antifaschismus entschlossen und verteidigt hat. In diesem Zusammenhang, können Sie mich noch hören? Ja. In diesem Zusammenhang ging es manchmal nicht nur um historische Aufarbeitung, sondern es dominierte die Furcht, man könnte dem politischen Gegner Argumente liefern. Teilweise wurde auch die meiner Meinung nach einseitige Faschismusdefinition der SED in den Programmen noch indirekt weitergetragen. Zum Beispiel in dem Parteiprogramm von 1993 und 2003, in denen es über die Zeit nach 1945 in der sowjetischen Besatzungszone heißt, die antifaschistisch-demokratischen Bestrebungen im Osten Deutschlands
und später das Bestreben, eine sozialistische Gesellschaft zu errichten, standen im berechtigten Gegensatz zur Rettung des Kapitalismus in Westdeutschland, der durch die Menschheitsgeschichte, durch die in der Menschheitsgeschichte unvergleichlichen Verbrechen des deutschen Faschismus geschwächt und diskreditiert war. Auch wenn das hier nicht so offen ausgesprochen ist, schwingt da meiner Meinung nach immer noch die Vorstellung mit, dass Kapitalismus und Faschismus irgendwie dasselbe seien. Das ist jetzt etwas provokativ ausgedrückt, aber wir wollen nachher auch diskutieren können. Vor diesem Hintergrund wurden meiner Meinung nach auch antifaschistische Maßnahmen der SED oft zu wenig kritisch hinterfragt. Zum Beispiel in einer Erklärung der Historischen Kommission von 1999, in der sie die Enteignung von Großgrundbesitzern als naheliegende Schlussfolgerung aus der Auseinandersetzung mit dem Faschismus bezeichnen, ohne zu fragen, welche Rolle denn die einzelnen Großgrundbesitzer tatsächlich gespielt haben. Natürlich gab es auch kritische Analysen aus dem Umfeld der PDS, auch hier möchte ich nur ein Beispiel von vielen nennen, nämlich den Historiker Kurt Petzold, der 1994 schrieb in einer Publikation, die von der PDS-Bundestagsgruppe herausgegeben wurde, die DDR war nicht jenes makellose antifaschistische Gemeinwesen, als dass sie von ihren Führern gefeiert wurde. Und über das Leid der Juden schreibt er, dass man es zwar thematisiert habe, ihnen aber oft vorgeworfen habe, sich nicht in die Front der Hitlergegner eingereiht zu haben. Also anders gesagt, man hat ihnen vorgeworfen, dass sie nicht bewaffnet gegen Hitler gekämpft haben. Zusammenfassend möchte ich allerdings dazu sagen, mein Eindruck ist, dass die Linken die Diskussion um die DDR-Antifaschismus heute seit einigen Jahren etwas unbefangener und offener führt. So wird zum Beispiel weniger mit dem Schlagwort antifaschistisch hantiert, wenn umstrittene Entscheidungen der SED kommentiert werden. Im aktuellen Programm taucht der Begriff in den Kommentaren zur DDR-Geschichte dann auch nur noch ein einziges Mal auf, nämlich zur Vorgeschichte, wo es heißt, viele Deutsche haben sich nach 1945 für ein friedliebendes und antifaschistisches Deutschland eingesetzt. Und das ist eine Formulierung, der zumindest ich nicht widersprechen möchte. Abschließend einige Anmerkungen, wie kann denn nun ein angemessener Umgang der Linken mit dem Antifaschismus der DDR aussehen? Ich denke, die Partei sollte offen mit den Defiziten des DDR-Antifaschismus umgehen, zum Beispiel Ansätze von Antisemitismus benennen und aufarbeiten, genauso Ansätze von Fremdenfeindlichkeit. Und die Linke sollte klären, wie sie Antifaschismus definiert. Meiner Meinung nach bedeutet das oder beinhaltet das auch klar, Stellung zu beziehen gegen jegliche Form von Rassismus und Antisemitismus und ein Bekenntnis zu Demokratie und Toleranz und Ablehnung zum Führerprinzip einer Partei oder einer Person. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Höck. Wenn jetzt, Herr Gysi, jemand wie Herr Höck, sagen wir mal, die negativen Seiten der DDR-Geschichte hervorhebt oder behandelt, dann wird gerne gesagt, er würde im Müllhaufen der DDR-Geschichte wühlen oder nachtreten oder sowas. Können Sie denn so einem Vortrag dennoch was abgewinnen? Ja, ich meine, es war für mich nichts Neues dabei, aber vieles stimmt auch nicht. Er ist ja sehr jung und hat das ja auch nicht miterlebt. Das ist so im Nachhinein beurteilt und es gibt so im Mainstream. Es passt heute so wunderbar, auch den Antifaschismus der DDR möglichst zu diskreditieren. Das machen ja nur eigentlich alle. Und dann bewegen sie sich. Obwohl natürlich zum Teil auch was dran ist, wenn ich es vielleicht mal kurz sagen darf. Also ich habe mich schon über den Begriff des verordneten Antifaschismus geärgert. Wenn ich schon was verordne, dann noch lieber Antifaschismus als das Gegenteil davon. Das kann ich gar nicht verstehen. Wir haben zum Beispiel die Aufnahme ins Grundgesetz. Wenn es wirklich aufgenommen werden würde ins Grundgesetz, wäre es ja auch verordnet. Aber ich hätte überhaupt gar nichts dagegen, dass der Bundesrepublik Deutschland Antifaschismus verordnet wird. Also ich kann schon mit dem Begriff relativ wenig anfangen. Zweitens, das ist auch komisch, dass das bei Ihnen alles überhaupt nicht vorkommt. Die Führung der DDR und der SED bestand nun mal zu einem großen Teil tatsächlich aus aktiven Antifaschistinnen und Antifaschisten. Es gab auch einige Ausnahmen. Aber das unterschied sie ganz enorm von der Führung der Bundesrepublik Deutschland. Auf diese Tatsache darf man doch mal hinweisen. Und das fand ich auch interessant in dem Politbüro, Unterschied zum sowjetischen. Es dominierte die sowjetische Immigration, aber es gab auch immer die westliche Immigration, zum Beispiel Kurt Hager, zum Beispiel Albert Nord. Es gab immer auch Juden im Politbüro.
immer, selbst in der Stalinzeit, zum Beispiel mit Norden und dann Achsen und anderen. Ich will nur darauf hinweisen, dass das schon in gewisser Hinsicht auch eine Besonderheit war. Dann komme ich mal auf die Schule. Ich habe mit Beate Plasfeld gesprochen. Beate Plasfeld ist in den 50er Jahren in West-Berlin zur Schule gegangen und hat mir gesagt, das kann ich natürlich beurteilen, die Nazi-Diktatur kam überhaupt nicht voran. Überhaupt nicht voran. Und weil du zum Beispiel gesagt hast, ja, der Antisemitismus, so spielt da alles keine Rolle. Alle Schülerinnen und Schüler der DDR haben Professor Mamlock gelesen. Warum weißt du das nicht? Professor Mamlock war kein Kommunist, nichts, sondern er wurde als Jude verfolgt. Und nichts anderes. Damit sind alle Kinder konfrontiert worden. Es ist einfach nicht so einfach, dass man sagt, ja, die Juden haben sie weggelassen. Was richtig ist wiederum, ist, der kommunistische Widerstand wurde überdimensional dargestellt und der Widerstand der anderen eher unterschätzt. Aber es ist nicht so, dass es ihn nicht gegeben hätte. Auch die Leute vom 20. Juli wurden durchaus gewürdigt. Und selbstverständlich ist auch über die Verfolgung der Jüdinnen und Juden geredet worden und auch natürlich über bürgerlichen Widerstand, auch Bonhoeffer, christlichen Widerstand. Bonhoeffer gerade spielte eine Rolle, das war kein Kommunist. Also ich sage ja selber, der kommunistische Widerstand ist überdimensional dargestellt worden, aber so zu tun, als ob es den anderen so gut wie gar nicht gegeben hätte, das ist auch falsch. Der ist auch dargestellt worden. Das ist mir auch wichtig. Jakob der Lügner haben Sie erwähnt, Anne Frank haben Sie erwähnt, all das hat es selbstverständlich auch gegeben. Aber ich komme noch dazu, was ich auch gut finde, es gab eine Rente für aktive Antifaschistinnen und Antifaschisten. Da kann man wieder streiten, ob die Zweiteilung richtig war. Es gab eine Rente für diejenigen, die nur Opfer waren, und dann gab es eine höhere Rente für diejenigen, die auch aktiv Widerstand geleistet haben. Würde ich heute ein Fragezeichen machen. Ich glaube, eine einheitliche Rente wäre besser gewesen. Aber trotzdem, es hat diese Rente gegeben. Das muss man doch einfach mal sagen. So, und dann, wenn ich das alles... Ja, ich weiß. Aber jetzt, wenn ich, aber das haben Sie sich ja nicht getraut. Ist ja auch wichtig. Sie haben es ja pauschal übernommen mit einigen wenigen Ausnahmen. So, und dann komme ich auch zu meinen kritischen Seiten. Übrigens in meinem Buch Ein Blick zurück, ein Schritt nach vorn ist das schon beschrieben. Die erste kritische Seite ist folgendes. Was die Ursachenerforschung betraf, war die DDR sehr gut in der Erforschung der ökonomischen Ursachen der Nazi-Diktatur. Sie war hinsichtlich der psychologischen Seiten ausgesprochen schwach. Und das lag daran, dass sie auch Fackelzüge mochte, dass sie auch eine einheitliche Jugendorganisation hatte und deshalb hat sie sich damit wenig auseinandergesetzt. Dafür hat sich der Westen mit dieser Seite sehr stark auseinandergesetzt und wenig mit den ökonomischen Ursachen. Deshalb habe ich in meinem Buch geschrieben, hier wäre wirklich mal eine Vereinigung angesagt gewesen, dann hätte man das nämlich beides zusammenführen können, was sogar sinnvoll gewesen wäre, aber was leider ausgeblieben ist. Das Zweite, was ich sagen will, ist, es wird immer behauptet, also ich habe im Unterschied zu André Hermelin, der stellt das anders dar, keinen Antisemitismus festgestellt. Aber was ich festgestellt habe in der DDR, was für mich ein Ersatz war und was ich kritisiere, ist eine intellektuellen Feindlichkeit. Die saß allerdings tief. Und die hatte auch Folgen, unangenehme Folgen übrigens. Vielleicht können wir darauf noch dann eingehen. Jetzt muss ich hier mal sehen, Moment. Ja, das hatte ich schon gesagt. Und dann gab es etwas ganz Spannendes. Und das habe ich in dem Buch das erste Mal, glaube ich, ist das so geschrieben worden, oder Sie sagen mir, es ist schon vorher geschrieben worden. Und zwar, es gab Gruppen von Opfern der Nazi-Diktatur, deren weder in der DDR noch in der Bundesrepublik gedacht wurde. Das ist tragisch. Und die will ich mal nennen. Das fing an mit den Homosexuellen. Warum? Weil es Straftäter blieben. Da man ja Kriminelle nicht würdigt, fiel das zunächst aus. Und selbst als die DDR war da schneller als die Bundesrepublik, das entkriminalisiert wurde, fand es so gut wie gar nicht statt. Das Zweite sind Sinti und Roma. Sinti und Roma spielten weder in der DDR noch in der Bundesrepublik eine nennenswerte Rolle, weil es ja auch keinen Staat gab, der sich darum kümmerte und die waren ja auch eine Rarität etc. Und deshalb fiel das auch aus. Und das Dritte und Tragischste, das waren die sowjetischen Kriegsgefangenen, die ins KZ kamen.
Und die wurden in der Bundesrepublik nicht behandelt, weil man sowieso was gegen die Sowjetunion hatte und die Russen, sage ich mal, und da kamen die nicht vor. Und in der DDR wurden sie nicht behandelt, weil Stalin erklärte, dass das ja alles Feiglinge sind, weil sie sich haben gefangen nehmen lassen, statt sich ordentlich haben erschießen lassen. Und deshalb hat er sie ja gleich wieder eingesperrt. Und das hatte dann zur Folge, dass zum Beispiel diese Gruppe in beiden deutschen Staaten nicht beachtet worden ist. Also ich mache das nicht einseitig. Das war eine Schwäche in der DDR, aber es war auch eine gravierende Schwäche in der Bundesrepublik Deutschland. Muss man wirklich beides dazu sehen. Und dann kommt noch was anderes dazu. Meine Generation ist natürlich anders aufgewachsen. Ich bin 1948 geboren. Das heißt, in meiner Kindheit gab es eine solche Fülle zerstörter Häuser. Wir haben mit Schwarzpulver gespielt. Der Krieg war noch richtig nah. Das Erlebnis der Eltern, der Tod der Angehörigen, was dir berichtet worden ist, etc. Das alles hatte Folgen. Und eine Diktatur, jetzt sage ich erst was Komisches, aber dann werde ich es gleich korrigieren, hat zunächst einen Vorzug gegenüber der Demokratie, dass sie schnell ist. Also eine Diktatur macht Folgendes, die wollen was verändern und das redet ruckzuck im Bildungswesen und so weiter, weil die müssen ja keinen fragen. Ich sage das ganz wertfrei. Das Problem einer jeden Diktatur ist, dass sie keine demokratische Erneuerung kennt. Da sie keine demokratische Erneuerung kennt, gibt es Stagnation und keine Entwicklung. Das Politbüro blieb im Kern so wie 1946. Wenn nicht jemand aus politischen Gründen geschasst wurde, wurde er nicht geschasst. Honecker kam 1946, damals noch Kandidat, wurde er Kandidat des Politbüros und der wäre es eben auch noch nach 90 geblieben, wenn es die DDR und die SED in dieser Form weitergegeben hätte. Es gab kein Ende, es gab keinen Wechsel. Und damit, dass ich schildere das aus folgendem Grund. Diese älter werdende Generation hatte irgendwann mit der nächsten Generation und der übernächsten Generation und der überübernächsten Generation, die erstens gar keine Chance bekamen, wirklich an die Macht zu kommen, weil ja die Alten immer blieben, sie wechselten das ja nicht, kam aber noch was hinzu, dass sie deren Bedürfnisse gar nicht mehr verstand. Und so wie für mich ein KZ-Besuch, was unheimlich, also etwas war, was mich emotional tief traf und so weiter, habe ich dann festgestellt, nicht bei der nächsten, aber doch bei der übernächsten Generation, für die war das ein bisschen Mittelalter. Das konnten die aber im Politbüro nicht registrieren. Und das Beste fand ich, dass mir der letzte Botschafter der DDR in Italien erzählte, dass ihm Kurt Hager erzählt hat, Mitglied des Politbüros, er versteht, 89 erzählt hat, er versteht gar nicht, was die Leute wollen. Sie haben alle eine warme Wohnung, sie haben alle Kleidung, sie haben zu essen, sie haben zu trinken. Was wollen sie eigentlich? Und dann hat ihm der Botschafter, nun schon mutig geworden, gesagt, du hast gerade die Bedürfnisse der Arbeiter aus den 20er Jahren geschildert, aber wir leben im Jahre 89 und die jetzige Jugend hat ganz andere Bedürfnisse. Da merkt man, was ich mit Stagnation meine. Das eigene Denken geht ja nicht weiter, sondern du verharrst in diesen Strukturen. Also, ich habe ja auch über die Schwächen gesprochen, das mache ich, aber ich finde, an dem Beginn gehört erstmal eine Würdigung. Und natürlich muss man unter Antifaschismus jeden Widerstand gegen die Nazis verstehen und nicht nur den kommunistischen. Dass es dort Fehlleistungen gab, das ist völlig klar, zum Beispiel die Sozialfaschismustheorie, aber die ist schon 1935 korrigiert worden, nicht erst 1945. Das war ja auch dringend nötig, dass sie korrigiert wird. Und natürlich gab es auch anderen Widerstand. Letztlich muss ich allerdings sagen, der Widerstand der italienischen Bevölkerung war größer als der Deutschen. Die haben Mussolini immerhin nur selbst hingerichtet. Das haben wir nicht geschafft, sage ich mal, was bedauerlich ist. Aber für mich ist es auch so, wenn ich Faschismus verurteile, muss ich auch jede Form von Rassismus, jede Form von Antisemitismus verurteilen etc. Natürlich war das Leben in der DDR anders. Und dann komme ich noch zu einem letzten Punkt, wo ich immer drüber nachdenke. Also an der Spitze der DDR standen ja wirklich aktive Antifaschistinnen und Antifaschisten. Nun wollten die ja aber auch, wie es sich gehört, wenn man sich Deutsche Demokratische Republik nennt, die Mehrheit repräsentieren. Wie sollten aber aktive Antifaschistinnen und Antifaschisten eigentlich die Mehrheit repräsentieren, wenn doch die Mehrheit mitgemacht hätte beim Krieg und bei allem Möglichen? Und deshalb erklärte man die Bevölkerung für antifaschistisch, zumindest in den größten Teilen. Und es war Hermann Kant, der mir gesagt hat,
Das war der größte Irrtum. In unseren Filmen gab es Nazis und es gab Kämpfer gegen die Nazis. Aber in Wirklichkeit machte das 10% der Bevölkerung aus. 90% waren weder Nazis noch Kämpfer dagegen. Und die kamen so gut wie nicht vor in den Filmen. Erst als er mir das gesagt hat, habe ich darüber mal nachgedacht, dass das stimmt. Und der Adenauer war insofern, versteht mich jetzt nicht falsch, ein leicht genialerer Griff, weil er war kein Nazi. Er hatte auch nicht aktiv gegen die Nazis gekämpft und war für die Bevölkerung viel tragbarer als die sowjetische Immigration. Trotzdem sage ich aber nicht, dass es falsch war. Ich sage nur, es wäre vielleicht besser gewesen. Vielleicht hätte man es gekonnt. Also zumindest das ist so eine Überlegung von mir, 1949 bei der Gründung zu sagen, wir, die Repräsentanten der DDR, wissen, dass wir nicht die Mehrheit der Bevölkerung repräsentieren. Aber nach diesen schweren Verbrechen der Nazi-Diktatur ist es auch gerechtfertigt, dass diese Minderheit der Antifaschisten die Macht übernimmt. Wir müssen natürlich dann den Weg XYZ gehen. Das hätte man ja alles machen können. Aber es wäre vielleicht ein anderer, ein etwas ehrlicherer Anfang gewesen. Also darüber denke ich immer nach, aber ich bin mir auch nicht sicher, ob das gegangen wäre. Aber kurzum, den Antifaschismus muss man der DDR nicht vorwerfen, aber die Schwächen, die es dabei gegeben hat, die Auslassung und so weiter, die ich alle benannt habe, die sehr wohl. Und dann will ich noch als Letztes sagen, weil ich ja viele jüdische Menschen auch in der DDR kannte, die zugleich Kommunisten waren, die legten natürlich größten Wert darauf, Kommunisten zu sein und viel weniger Wert darauf, Juden zu sein. Das hatte zwei Gründe. Der eine Grund war der Antisemitismus von Stalin, der noch nachwirkte. Aber der zweite Grund war, wenn du Jude warst, warst du Opfer. Selbst du hättest ja 100-mal sagen können, du bist für Hitler. Es hätte dir ja gar nichts genutzt. Der hätte gesagt, trotzdem wirst du vergast. Spielt gar keine Rolle. Du kannst dich hier verhalten, wie du willst. Als Kommunist, das war eine freiwillige Entscheidung. Und deshalb legten sie natürlich Wert darauf, dass sie ja nicht nur Opfer waren, weil sie Juden waren, sondern als Kommunisten aktiv gegen die Nazis gekämpft haben. Das heißt, sie wollten doch damit sagen, das hätten sie auch dann gemacht, wenn sie keine Juden gewesen wären. Das war ihnen wichtig und ich kann das schon nachempfinden, weil ich viele davon kennengelernt habe. Ja, es war ein bisschen lang, gebe ich zu, aber ich wollte mal so ein paar Thesen sagen und zwar zuerst mal das Würdigende und dann erst das Kritische. Ich finde, das ist auch so rum, richtig rum. Danke. Vielen Dank, Herr Gysi. Herr Wippermann, als wir vor einer Woche zu unserem Gespräch im Hause der TU Chemnitz über den abwesenden Herrn Jesse gefahren sind, haben Sie gesagt, mehrfach, die DDR war kein totalitärer Staat und man müsse mal endlich aufhören, mit den Mythen der DDR rumzuhampeln, sondern man müsse sich jetzt mal den Mythen der BRD zuwenden. Meine Frage an Sie, Sie sind der Historiker, Mythos Antifaschismus, ist das ein Mythos? Zunächst einmal herzlicher Dank für die Einladung, aber machen Sie es nicht wieder. Ich werde nicht noch einmal nur über die DDR reden, wenn man nicht gleichzeitig über die BRD redet. Nur gemeinsam kann man unsere immerhin doch gemeinsame Geschichte aufarbeiten. Und da ist, was die BRD angeht, noch einiges zu tun. Darf vielleicht eine kleine Reklame machen. Ich habe am Freitag eine Serie Tabus der Bundesrepublik. Auf den Satz zu bringen, das ist ein berühmtes Zitat, was ich abwandeln möchte. Wer nicht bereit ist, über den Antikommunismus in der BRD zu reden, der sollte über den Antifaschismus in der DDR schweigen. Eine zweite Sache, wiederum eine Beschimpfung an die Einladenden, aber ich kriege doch hoffentlich ein Honorar. Es muss nicht wie Steinbrück sein, aber so etwa, ja, sozusagen können wir vielleicht machen. Welcher Idiot hat den Begriff Mythos hier gebracht? Warum müssen Sie denn allen Unsinn nachquatschen, die irgendwelche blöden Wessis machen? Mythos ist eine unbeglaubigte Erzählung, eine Dichtung. Und das war der Antifaschismus in der DDR nicht. Der Antifaschismus in der DDR war Wirklichkeit und Ideologie. Und das habe ich bereits vor 30 Jahren in einer Broschüre zum Titel gemacht. Antifaschismus in der DDR, Wirklichkeit und Ideologie. Wirklichkeit, Gysi hat darauf hingewiesen, natürlich gab es Antifaschisten in der DDR, es war Wirklichkeit. Aber sie gab es auch in der Bundesrepublik.
In der DDR sind sie mehr geehrt worden. Vielleicht zu viel nur die kommunistischen Antifaschisten. Es gab auch andere Antifaschisten, auch sozialdemokratische Antifaschisten, lieber Genosse Höck. Naja, während die kommunistischen Antifaschisten in der Bundesrepublik zu wenig und vor allem zu spät geehrt worden sind. Etwas Gemeinsames war, dass Antifaschismus und Widerstand, die Begriffe gehen ja ineinander über, in beiden Staaten überschätzt worden ist. Was Sie eben gesagt haben, der Eindruck, hier sind die Faschisten und dort sind die Antifaschisten oder die Widerstandskämpfer. Leider war es nicht so. Der Widerstand war ein Widerstand fast ohne Volk. Aber dennoch ist er zu ehren, genau wie der Antifaschismus. Also der Eindruck, es gab da viele Antifaschisten und nur ganz wenige Faschisten, die aber entweder tot waren oder nach Österreich gegangen sind oder so, oder auch rübergemacht haben in die Bundesrepublik. Natürlich war der Antifaschismus auch Ideologie in der DDR. Wie der Antikommunismus Ideologie, und zwar Staatsideologie, in der Bundesrepublik war. Es waren beides Staatsideologien und das nicht nur, aber vor allem im Kalten Krieg, den wir hier nicht ganz vergessen dürfen. Natürlich war es Antifaschismus eine Rechtfertigungsideologie, antifaschistische Schutzwall, muss man das nicht weiter ausführen, aber auch der Antikommunismus in der BRD für Maßnahmen wie radikalen Erlass, wie Totalitarismus, Doktrin oder Ideologie und wie jetzt wunderschöne Begriffe wie Extremismus und so weiter dazu. Und während also in der DDR die Mauer als antifaschistischer Schutzwall bezeichnet wurde, war schon ganz lustig, wurde uns gesagt im Westen, geh doch rüber, über diesen antifaschistischen Schutzwall, wenn wir nicht so ganz einverstanden waren mit dem, was da alles passierte. Und tatsächlich wussten wir natürlich, dass es da noch sehr viele Faschisten gab, aber viel haben wir über die Geschichte nicht gehört. Ich möchte die Kritik des Antifaschismus in der DDR etwas anders machen, nämlich radikaler. Der Antifaschismus in der DDR war nicht radikal genug. Es war eigentlich auch nur ein Antinationalsozialismus und nicht Antifaschismus. Denn Faschismus ist mehr als Nationalsozialismus. Faschismus ist die Bezeichnung für eine Bewegung oder ein Regime, das es überall auf der Welt gegeben hat und immer noch gibt. Und zwar nicht nur vor 45, sondern auch nach 45. Faschismus ist ein genereller Begriff, ein allgemeiner Begriff. Und er ist nicht vorbei, es gibt ihn überall. Es gibt also eine Globalgeschichte des Faschismus oder eine Weltgeschichte, habe ich geschrieben, mache ich aber jetzt nicht weiter Reklame sozusagen dazu. In der DDR wurde auch in den Universitäten fast nur über Deutschland gesprochen. Es gab keinen Experten für den italienischen Faschismus, keinen Experten für den spanischen Faschismus, Franco. Dieses faschistische Regime ist nebenbei gesagt übrigens noch von der DDR anerkannt worden. War auch nicht so gut und auch nicht so antifaschistisch. Dann auch die faschistischen Regime in Kroatien, Ustascha in Ungarn. Da werden wir jetzt dran erinnern, die Pfeilkreuze laufen jetzt hier alle hier wieder rum, aber in Ungarn und zwar mehr als hier in Oberschöneweide, machen wir uns nichts vor. Da sind auch die Wurzeln noch da. Rumänien, baltische Staaten und so weiter dazu. Also die Weltgeschichte des Faschismus wurde nicht beachtet und damit wurde die Gefahr des Faschismus auch unterschätzt. Selig, es gab etwas zu Chile und natürlich Verweise auf die BRD und die Kontinuitäten, wobei aber auch vier Finger, eine Finger auf die Bundesrepublik, wiesen aber vier Finger auch auf sich selber zurück. Es gab dann in der Tat nun natürlich auch noch Überbleibsel. Es war auch nicht radikal genug, weil nur die ökonomischen Wurzeln des deutschen Faschismus beachtet wurden. Übrigens nicht, was mich immer geärgert hat, die konnten überhaupt nicht lesen. Es war nicht Dimitrov. Der Faschismus an der Macht ist die offene terroristische Diktatur der meisten chauvinistischen und imperialistischen Elemente des Finanzkapitals. Die hätten mal lesen sollen, was im 7. Weltkongress da war. Dimitrov zitiert dort nur die Definition des 13. Ecki-Plenums. Ich hoffe, dass ich das nicht mehr sagen muss. Exekutivkomitee der Kommunistischen Internationale. Das wissen die heute nicht mehr. Also zu meiner Zeit war das nun mal ganz anders. Aber im Westen wohlgemerkt, da wussten wir das. Naja, gut. Okay. Es ist ja was dran mit den ökonomischen Wurzeln. Aber es gibt dort auch die Menschen und die Mentalitäten.
Und die Menschen haben so die Eigenschaft, die machen ihre Geschichte selber, sagt Karl Marx. Und die Mentalitäten sind Gefängnisse von langer Dauer, sagt der französische Mentalitätshistoriker Fernand Braudel. Und es gab eben faschistische Mentalitäten und faschistische Menschen in beiden Staaten, was aber natürlich in beiden Staaten geleugnet wurde. Und es lief alles nach dem wunderbaren Muster. Im Westen sagte man, ich war es nicht, Adolf Hitler ist es gewesen. Und im Osten sagte man, ich war es nicht, das Finanzkapital ist gewesen. Und man war sozusagen fein raus. Aber lassen wir das. Ich meine, die Überwindung des Faschismus, der Vergangenheit und der Gegenwart ist doch die Aufgabe aller. Und wir sollen endlich aufhören mit diesen einseitigen Schuldzuweisungen. Die Legitimierung, was soll denn das überhaupt nun? Die Legitimierung der DDR, wie geht das? Die ist Geschichte. Was soll denn das noch? Und so weiter. Und auch geben keine Abwicklung des Antifaschismusbegriffes. Vor allen Dingen soll man die alten Antifaschisten, ich habe ja viele noch kennengelernt, achten, anerkennen. Auch im Kuratorium für die thüringischen Gedenkstätten, wo ich Mitglied bin seit 20 Jahren. Den alten Antifaschismus achten und den neuen stärken. Man soll vorausgehen, Antifaschismus plus mehr Demokratie. Und zwar Demokratie nicht nur wagen, wie Willy Brandt gesagt hat, sondern einfordern und verwirklichen. Und zum Antifaschismus gehört jetzt auch die Utopie. Wie geht es weiter? Man kann nicht nur zurück oder in die Gegenwart. Man muss vorausschauen und da brauchen wir alle. Wir brauchen die herrschaftsfreie Gesellschaft. Und wir wissen jetzt, was jetzt kommt. Natürlich Ernst Bloch, das Prinzip Hoffnung. Und wie macht man das? Indem man Bloch, Marx und Wippermann liest. So. Ja, ich würde jetzt erst noch mal den Herrn Höck. Ich habe nur einen Punkt vergessen. Nein, das tut mir leid, das ist mir wichtig. In der DDR wurden viel mehr Nazi- und Kriegsverbrecher verurteilt als in der Bundesrepublik. Und zwar von Anfang an. Es gab auch Ausnahmen. Es gab auch Ausnahmen, sage ich gleich. Aber die Bundesrepublik tat sich sowas von schwer damit. Und was da für Konstruktionen gewählt worden sind, um alles als verjährt zu betrachten. Ich weiß noch, dass der Mann, der eben die Kinder noch erhängt hat, jüdische Kinder, bevor die sowjetischen Soldaten kamen, da haben sie gesagt, das war ja nicht hinterhältig und so weiter. Er hat die ja von vorne sozusagen aufgehängt und deshalb ist es nur Totschlag und verjährt und so. Also ich will gar nicht weiter darauf eingehen. Aber das ist ein ziemlich übles Kapitel, auch kein Satz von Ihnen, in der Geschichte der alten Bundesrepublik. Erst die 68er haben dann dafür gesorgt, dass sich das schrittweise änderte. In der DDR war es anders. Wie gesagt, es gab auch Ausnahmen, zum Beispiel einen Euthanasiearzt, von dem sie das wussten, wo sie nichts gemacht haben und so weiter. Sie sind nicht an die Akten gekommen, weil die entsprechenden Akten bei der Stasi waren, in der Thalwiler Straße. Sie sind gesperrt worden. Ja, sage ich ja. Ich habe ja gerade gesagt. Aber in der Bundesrepublik gab es auch viele bekannte Fälle, wo nichts passiert ist. Also das muss man auch sagen. Deshalb sage ich nur, beides. Das kritisch, aber trotzdem gab es eine ganz andere Verurteilungsmentalität. Schon, dass man das Nürnberger Statut anwandte und so weiter, wo die ja immer sagten, das ist eine rückwirkende Anwendung von Strafrecht. Und komischerweise übrigens, ich meine, das hat nichts damit zu tun, aber als es jetzt gegen die Richter der DDR ging, da störte sie das überhaupt nicht. Also das ist auch, und da haben Sie natürlich wieder recht, der Antikommunismus war sowas von militant, dass er wirklich unerträglich war und in keinem anderen westeuropäischen Land so wie in der Bundesrepublik Deutschland. Das stimmt. Aber trotzdem, es gibt eben beides. Es gibt wirklich die Verdienste, aber auch die Schwächen. Ja, jetzt haben wir natürlich als Veranstalter ordentlich einen auf den Deckel gekriegt, dass wir nur negative Seiten der DDR beleuchtet haben, auch in der Veranstaltungsreihe. Es ging ja um Fremdenfeindlichkeit, Rassismus, Neonazis in der DDR und so weiter. Herr Höck, jetzt würde ich Sie, Sie haben ja auch eins auf den Deckel gekriegt, doch gerne nochmal fragen. Sie sind Redakteur des Sozialdemokratischen Vorwärts. Und wahrscheinlich werden Sie als jemand wahrgenommen, auch nach Ihrem Vortrag, der tatsächlich die DDR auf den Müllhaufen wirft oder sie zu einem Müllhaufen verwandelt. Was sehen Sie, erkennen Sie diesen Vorwurf an oder was ist eigentlich der Grund, warum Sie sich mit der DDR beschäftigen in dieser Weise? Nein, Entschuldigung.
Sünde. Aber lieber mit außerhalb, also du bist da noch zu jung dazu. Aber bitte verschone dich mit dieser Zwangszusendung des Vorwärts. Es ist peinlich. Ich schäme mich immer, ein Sozialdemokrat zu sein. Bitte, ich das ist gleich. Aber das muss mal los. Okay, also ich denke, pauschal die ganze DDR auf den Müllhaufen zu werfen, das würde keinem von uns weiterbringen. Ich denke, die ganze DDR auf den Müllhaufen zu werfen, würde keinen von uns weiterbringen. Wozu? Was mich an der DDR beschäftigt, ist, dass ich natürlich versuche, auch aus Fehlern, die in der Vergangenheit gemacht wurden, zu lernen. Als jemand einer nachwachsenden Generation, weil ich diese Fehler nicht wiederholen will. Und das betrifft übrigens sowohl Fehler, die in der Bundesrepublik gemacht wurden, als auch in der DDR. Also auch wenn das jetzt natürlich dem Thema des Abends entsprechend vielleicht ein nur auf die DDR bezogener Vortrag war, heißt das nicht, dass ich nicht auch die Geschichte der Bundesrepublik kritisch betrachten möchte. Ja, also ich habe Herrn Höck auch deshalb jetzt nochmal gefragt, weil es ist schon so gewesen, dass in den Diskussionen, in der Vorbereitung der Veranstaltungsreihe, aber auch während der Veranstaltungsreihe, es vor allen Dingen eben jüngere Leute waren, die immer wieder gesagt haben, also sowohl aus Ostdeutschland als auch Westdeutschland, jüngere Leute etwa in ihrem Alter, Höck, die gesagt haben, ja, in unserer Familie wird darüber geredet, wird auch unter Umständen sehr kontrovers gestritten oder auch geschwiegen. Und da kommt dann die Frage auf, wie ist es denn nun wirklich gewesen? Und das ist letzten Endes ja auch der Antrieb zu sagen, man macht so eine Veranstaltung, um eben diese Dinge auch mal durchsprechen zu können und auch mal über die DDR in diesem Kontext zu sprechen. Also und insofern vielleicht nochmal eine Nachfrage an Herrn Giese. Sie haben ja sehr viele Aspekte jetzt auch genannt im Zusammenhang mit DDR, DDR-Geschichte, DDR-Antifaschismus. Wenn wir jetzt mal eine Perspektive nach vorne aufmachen, ich würde mal sagen, die Linke, so wie sie sich heute darstellt, ist eine Partei im Generationswechsel. Es kommen sehr viele, also die Parteivorsitzende ist sehr jung, zum Beispiel, aber nicht nur, es sind sehr viele junge Leute auch nachgekommen in der Partei. Wie kann man denn diese Probleme in der Auseinandersetzung mit der DDR im Generationswechsel vielleicht fruchtbar machen? Das weiß ich nicht, weil ich glaube, da brauchen wir noch ein paar neue Generationen, um an die Dinge wirklich sachlich und auch emotionsfrei heranzugehen. Das kann ich ja gar nicht, das kann meine Generation nicht, das kann auch die nachfolgende Generation noch nicht. Das ist vielleicht zu früh. Trotzdem müssen wir natürlich immer Folgendes sehen. Die deutsche Geschichte nach 1945 ist ja nicht von den Deutschen bestimmt worden. Weder der Entwicklungsweg der Bundesrepublik noch der Entwicklungsweg der DDR. Einmal haben das die drei Westmächte bestimmt und einmal hat es die Sowjetunion bestimmt. Und wir tun immer so, als ob es jeweils die Deutschen entschieden haben. Das ist Quark. Das muss man einfach mal so deutlich sagen. Und zwar hatten die Deutschen noch gar nicht das Recht dazu, weil man ihnen gar kein Selbstbestimmungsrecht nach 1945 zubilligte. Zum Beispiel wird folgender Umstand viel zu wenig gesehen. Das ist interessant. Der 17. Juni 1953 hat in den französischen, belgischen, holländischen Zeitungen relativ, also nur eine geringe Rolle gespielt. Gar nicht zu vergleichen mit 56 und Ungarn. Warum? Was war der Unterschied? Sie billigten uns kein Selbstbestimmungsrecht zu. Man sagt, na, die haben den Pest gehabt, die Ostdeutschen sind jetzt bei den Russen, müssen machen, was die wollen. Punkt. Während bei Ungarn 56 sahen sie das gänzlich anders. Da war also was völlig anderes los, na später erst recht. Ich sage das nur deshalb, weil man auch die Einstellung der anderen Völker zum deutschen Volk nicht aus den Augen verlieren darf, wenn man die Geschichte nach 1945 betrachtet. So. Und deshalb sage ich mal, weil du das so kritisierst, Kapitalismus und Faschismus. Natürlich herrschte der Kapitalismus im Faschismus. Was die Kommunisten analysierten, ist, dass der Kapitalismus selbst zum Faschismus führen kann. Das ist ja auch nicht falsch. Natürlich nicht führen muss, aber zum Faschismus führen kann. Und dann kam Folgendes hinzu. Dieser Gedanke, man müsste nach 1945 antikapitalistisch sein, den hatten noch nicht nur die Kommunisten, den hatten noch nicht nur die Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten, den hatte selbst die CDU. Lies mal das Ahlener Programm. Das ist gegen den Monopolkapitalismus, gegen alles, weil das entsprach, ein bisschen schon, ich kenne es, ich habe es gelesen, ja.
Ja, naja, gut, dass sie es nicht wirklich so meinten, das ist wieder eine andere Frage. Aber erstmal haben sie es so aufgeschrieben. Deshalb, ich zitiere immer gerne der CDU daraus, die staunen, was sie mal geschrieben haben. Aber das ist wieder, ich will bloß sagen, das war auch so eine Stimmung. Wehner demonstrierte für den sofortigen Sozialismus und so weiter nach 45. Also es war eine andere Atmosphäre, aber trotzdem, das sage ich auch wieder. Wir dürfen nicht immer so tun, als ob überall, wo kritische Zustände herrschten, nach unserer Auffassung schon faschistische Zustände herrschten. Die haben wir. Es gibt immer Elemente in Gesellschaften davon, auch in unserer Gesellschaft. Aber das heißt nicht, dass es die herrschende Struktur ist. Trotzdem sage ich mal, die Art, wie wir mit Asylbewerberinnen und Asylbewerbern umgehen, die Art, wie bestimmte Gruppen von Nichtdeutschen behandelt werden, die Art, wie mit bestimmten Leuten umgegangen wird, übrigens auch durch Behörden etc. Das sind immer wieder Umstände, die mir Sorgen machen. Perspektive, Einsatz, ich weiß es nicht. Im Kern, wenn ich an Rassismus denke, wenn ich an Antisemitismus denke, jetzt kommt vieles noch hinzu, Homophobie oder diese Haltung gegen Menschen, die islamischen Glaubens sind etc., ist ja alles bekannt. Dann kann ich nur sagen, mein Gott, das beschäftigt uns jetzt alles schon seit tausenden Jahren. Wann beginnt denn endlich mal ein Jahrhundert oder ein Jahrtausend, wo wir sagen können, es spielt überhaupt keine Rolle, die Menschen sind gleichberechtigt, egal welcher Nationalität, welcher Liebe sie nachgehen, welche Hautfarbe sie haben, welchen Glauben sie haben oder dass sie keinen Glauben haben. Es muss doch mal beginnen. Da könnten Sie mir mal ein bisschen Hoffnung machen. Vielen Dank. Ich bin nicht so ganz zufrieden damit, dass wir im Grunde genommen das Thema des Abends schon erledigt zu haben glauben. Ich würde noch gerne eine Nachfrage an Herrn Wippermann stellen und dann auch gerne eröffnen, dass Sie sich melden können und auch Beiträge bringen können. Sie haben eine ganze Reihe von Sachen genannt. Sie haben die Nichtverfolgung von Euthanasiemorden in der DDR. Da war nicht nur Yusuf Ibrahim aus Jena, sondern auch Professor Albrecht, eine hochrangige Funktionärin im Gesundheitswesen der DDR zu nennen, die also aktiv Kinder umgebracht haben während der NS-Zeit. Das ist nicht verfolgt worden. Einer unserer Referenten, David Begrich, hat, wie Sie auch angedeutet haben, ganz richtig gesagt, die erste oder sagen wir mal, die DDR-Regierung von ganz Anfang an war eine Regierung gegen das Volk oder gegen gute Teile des Volkes, das selbstverständlich auch, genauso wie die Bevölkerung der BRD, natürlich hinter Hitler hergelaufen war, das ist ganz klar. Und ich habe aber gerade diese Widersprüche, vielleicht ist es deshalb in der DDR der Widerspruch so viel stärker spürbar, weil sie diesen antifaschistischen Anspruch vor sich hergetragen hat. Da, wenn man dann da unter diese Decke schaut, dann sieht man eben doch eine ganze Menge Widersprüche. Und einige dieser Widersprüche fallen uns eigentlich noch heute auf die Füße. Und mir ist das vor allen Dingen aufgefallen in den Auseinandersetzungen über Dresden, über den Dresden-Mythos, haben wir wieder so einen Mythos am Start, wo die DDR-Deutungsweise der Bombardierung von Dresden eben durchaus dazu beiträgt, dass die Diskussion in Dresden heute so extrem schwierig ist. Und meine Frage ist, genau diese auch Geschichtsmythen, die Bombardierung Dresdens und auch noch andere Beispiele, sind ja Dinge, die bis heute fortwirken. Und ja, wie gehen wir damit um? Das ist auch ein Erbe der DDR, würde ich sagen. Ja, natürlich. Wir haben noch längst nicht alles geklärt. Ich dürfte noch mal darauf hinweisen, also meine erste These war Aufarbeitung der DDR, bitte nur immer im Zusammenhang mit der Bundesrepublik. Und ich mache das jetzt auch nicht mehr. Und ich habe eine scharfe Kritik am Antifaschismus der DDR gemacht. Er war nicht radikal genug. Er war nur Antinationalsozialismus und nicht Antifaschismus, das war mehr. Und er war nur Antikapitalismus. Natürlich ist das Wurzeln, aber das war halt nicht genug. Muss man sich die Frage, warum nicht in anderen kapitalistischen Staaten? Es kommt die Mentalität und die Ideologie zurück. Und da ist jetzt Ihre Sache dazu. Und damit hat man nicht radikal mit aufgeräumt, mit bestimmten Ideologien. Es waren nicht nur die Fackelzüge, Herr Gysi. Es waren die Mentalitäten und die Einstellung, Nationalismus, Fremdenfeindlichkeit, wenn es gar keine Fremden gab. Und natürlich auch Antisemitismus, gemerkt in ganz Deutschland. Aber das war eben auch in der DDR so. Ich gehöre zu den wenigen Wessis, die da auch immer mal waren.
kannte das nicht erst nach der Wende quasi. Und war immer wieder erstaunt, eigentlich auch erschrocken, wie eingefroren die DDR gewissermaßen war. Auch mentalitätsmäßig. Sie waren in einem Gefängnis der Mentalitäten. Und hatten diese autoritären Vorstellungen, Nationalismus, die wir auch hatten, aber versuchten uns da jedenfalls von zu befreien dazu. Und dann eben gab es nach meiner Ansicht eben auch keine Anweisung, ja, wie geht's denn weiter? Ja, was sollte denn nun der Kommunismus sein? Das wusste keiner mehr. Wo war denn die Utopie? Und wie geht man damit um? Das heißt, also jetzt müssen wir schon damit kritisch und selbstkritisch uns auseinandersetzen und eben sehen, die Menschen machen ihre Geschichte selber und die Mentalitäten und sind auch Kontinuitäten, die sind noch da. Und das war es nicht erst seit gestern oder heute, sondern weiter. Und damit soll man sich auseinandersetzen. Damit soll man sich auseinandersetzen. Was ist da schiefgegangen in der deutschen Geschichte? Ich bin kein Anhänger des deutschen Sonderweges. Es gab eine demokratische Tradition, die übrigens einigermaßen früher auch verehrt wurde, 1848 in der DDR. Das ist immer sehr bezeichnend. Damit soll man sich auseinandersetzen und sich sozusagen das weiterentwickeln. Das heißt also eben, was ist Antifaschismus heute? Antifaschismus heute ist vor allen Dingen Demokratie und nicht nur wagen, sondern fortsetzen und aufzeigen, wie es weitergehen soll. Was kommt da? Das heißt voraussehen und nicht immer aus der Defensive sagen, um Gottes Willen, und aus Angst vor dem Verfassungsschutz, den man nach meiner Ansicht überhaupt erstmal auflösen soll. Und das soll endlich mal Herr Gysi in seiner Partei durchsetzen und den Neskowitz da zurückpfeifen. Hat er gerade einen Vortrag gehalten, Extremismus und Verfassungsschutz. Und da habe ich gesagt, Extremismus-Ideologie abschaffen und Verfassungsschutz auflösen. Und dann steht am nächsten Tag in der Zeitung, die Linke will das gar nicht. Ja, wo ist denn nochmal die Linke? Ich kann doch nicht alles alleine machen. So, vielen Dank. Erstmal soweit. Ich würde sagen, wie machen wir das mit dem Mikro? Ja, gerne, natürlich. Also unsere Fraktion ist mit einer Ausnahme Wolfgang Neskowitsch für die Auflösung des Verfassungsschutzes. Eine Ausnahme haben wir eben. Und dann wollte ich noch sagen, für mich war am erschrecklichsten zu sehen, wie Marlene Dietrich in West-Berlin begrüßt worden ist. Das war so etwas von peinlich. Und das sage ich mal ganz klar, hätte es so in der DDR nicht gegeben. Hätte es nicht... Ja, es war schwer, es wie später. Ich meine, wenn sie zu dem Zeit, an demselben Tag rübergekommen wäre, hätte es das nicht gegeben. Und alle neuen Untersuchungen sagen, der Antisemitismus, aber ich... Sie hat jedenfalls bei den Amis gesungen, ne? Ja, das macht ja nichts. Nein, ich sage, wenn die DDR, gerade deshalb, gerade die Einstellung in der DDR war ja immer eine umgekehrte. Die war doch gar nicht wirklich anti-amerikanisch. Im Gegenteil, das hätte ihn sogar imponiert. Nicht immer die offizielle Ideologie mit der Ideologie der Bevölkerung verwechseln. Das war schon durchaus ein Unterschied. Aber ich will bloß sagen, da gibt es wirklich, also und heute sagen alle Untersuchungen, ich kann das gar nicht beurteilen, der Antisemitismus ist im Westen viel verbreiteter als im Osten. Ich denke, das hängt wiederum damit zusammen, dass die DDR mit Israel nichts zu tun haben wollte. Dadurch ist nämlich auch wieder der umgekehrte Mythos ein bisschen entstanden. Denn als ich da meine Thesen auf dem außerordentlichen Parteitag verkündet habe, hatte ich nicht die geringsten Schwierigkeiten, muss ich sagen. Und wenn es im Verhältnis Israel-Palästina heute meiner Fraktion Schwierigkeiten gibt, dann kommen die nicht aus dem Osten.